Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark im Überlebensmodus. Ja, wir haben es in der letzten Folge geschafft, zum Ort der Trostlosigkeit zu kommen und zum Kathis abgelegenen Versteck. Ja, jetzt war gerade die Überlegung, sollen wir noch zum Leuchtturm oder nicht, weil ja, im Endeffekt haben wir es ja schon kartografiert. Das war cool, ne? Vielleicht haben wir da ja noch Sachen liegen lassen. Kann ja sein, wir haben ja jetzt oft Dinge gesehen, die wir in der Vergangenheit einfach weggeschmissen hatten. Wäre dann vielleicht schon sinnvoll. Mal sehen. Wir gehen jetzt erstmal zu dieser Mine da vorne und gucken, ob das ein namensgebender Ort war. Ich weiß es gerade nicht. Und dann gehen wir zu der kleinen Kapelle da oben. Denn die müssen wir auf jeden Fall kartografieren. Das steht mal fest. Das war gar kein namensgebender Ort, aber trotzdem will ich das gerne aus Prinzip kartografieren. Einfach nur bei. So, wenn wir jetzt hier hochgehen, da vorne ist ja schon direkt. Also es geht hier, wie gesagt, schon Schlag auf Schlag, wenn man gezielt weiß, wo man hin muss. Aber ich glaube, wir gehen dann doch zum Leuchtturm. Dann verbringen wir da lieber die Nacht. Ich glaube, dass mir der Ort zum Rasten dann besser gefällt als hier. Steinkirche. Ja, wir werden jetzt gleich hier, wie gesagt, kartografieren. Aber erst einmal über die Bartflechte mit. Können wir auch von drinnen kartografieren. Ist ja dann vollkommen egal. Boah, Junge. Gewehrpatronen. Diese kleinen Fummelsachen zum Aufheben, ey. Herzinfarkt-Momente. Sorry, das war nicht beabsichtigt. Ich habe mich mindestens genauso erschrocken wie ihr euch. Wenn nicht sogar mehr. So, dann kartografieren wir das nochmal. Oder erstmalig. Da ist sie. Da haben wir sie drauf. Und jetzt zum Leuchtturm. Dann haben wir schon mal einen guten Abschnitt geschafft. Dann ist natürlich der beste Weg, der Straße weiter zu folgen, weil so kommen wir am Ende der Brücke an. Und dann haben wir hier noch so ein paar Mittelstücke. Das Bötchen und die kleine Insel haben wir sogar schon kartografiert in der Vergangenheit. Obwohl mir das damals egal war, habe ich das anscheinend gemacht. Umso besser, dann sparen wir uns die Inselhopperei, sage ich mal. Auf jeden Fall war der Schuss nicht so verkehrt, denn der Wolf hat sich erschrocken und ist weggerannt, der hier war. Vielleicht geht er uns dann einfach mal komplett aus dem Weg. Hier sehen wir seine Spuren, sagte ich. Vielleicht geht er uns komplett aus dem Weg. Egal, wir werden jetzt hier mal eben die Batterie auseinandernehmen. Gut, dass ich die Bügelsäge mitgenommen habe. So langsam, na, es geht aber immer noch vom Gewicht eigentlich, ne? Dafür, dass wir jetzt schon zwei Batterien gefunden haben, ist das doch voll in Ordnung. Gut, trinken müssen wir dann vielleicht beim Leuchtturm mal was Neues abkochen. Vielleicht nehmen wir jetzt auch ein bisschen Holz mit, denn ich glaube nicht, dass wir da so viel Holz hatten, wenn ich ehrlich bin. Wo ist er denn? Da kommt er aus dem Gestrüpp raus. Da war nichts mehr drin. Nehmen wir uns was zu snacken mit Feen, aber wir haben noch Kaninchen, aber es ist ja auch nie so viel immer, ne? Nehmen wir uns erstmal ein paar Hölzli mit. Wir müssen ja ein bisschen Holz haben. Sonst machen wir nicht viel. Wir nehmen es mal mit. Es ist auch nur zum Glück 4 Kilo, das ist okay. Gedärme und Fell kann da bleiben. Ich denke, so reicht uns das. Ist ein guter Kompromiss, weil der hat jetzt, wie gesagt, nicht so viel auf den Rücken gehabt. Dann geht das. Und klar.
Und wenn nicht, dann bleibt es halt vor dem Leuchtturm liegen, dann schmeißen wir es einfach im Schnee, dann bleibt es ja für immer konserviert, wir wissen es ja. Aber so haben wir wenigstens was. Wenn er eh schon tot ist. Ihn juckt es ja eh nicht mehr. Hier hätte ich in der Vergangenheit einfach die Krähenfedern liegen gelassen. Ich habe hier alles liegen gelassen. Ich war so schlampig. Vergangenheitsextreme, du warst Lappen. Das ist echt unglaublich. Alles einfach achtlos liegen gelassen. Also anfangs dieser Staffel hasse ich so ein bisschen im Vergangenheitsextreme. Da war so ein bisschen... Also 0815 so Long Dark Spieler, so schlaufe hier mal durch, lass hier alles liegen, ist mir alles egal, guck mir gar nichts an, renn einfach nur durch. Ja. Aber lange überleben lohnt sich halt nur, wenn man auch alles mitnimmt. Das ist halt so Long Dark. Viel mitnehmen, lange überleben, lang mit allem auskommen. So, und hier nochmal ein schönes Screenshot machen. Vielleicht, wenn das rote Bergsymbol da weg ist, so schon besser. So. Ich glaube, auch hier werden wir wahrscheinlich noch Sachen liegen gelassen haben. Aber hier können wir uns definitiv ausruhen. Hier können wir uns die Beine mal ein bisschen ausstrecken, die Nacht jetzt, und ein bisschen was verkochen. Ja, Trautesheim, Glück allein, das stimmt. Ja, ich mag den Leuchtturm auch. Das war ja auch unsere erste Heimatstätte hier. Kaputt. Ich dachte schon, wie soll ich denn das liegen lassen? 16 mal Holzkohle. Vergangenheitsextreme war einfach, dem war alles scheißegal. Okay, die Holzkohle hier immer mit. Das ist alles unbedeutend. Hatten wir da noch was? Ja. Also Vergangenheitsextreme hat hier in dem Fall nur Was wird jetzt gerade dann nur in dem Fall Holzkohle liegen gelassen? So, wir machen hier noch ein bisschen Holz klein, solange es noch gerade ein bisschen hell ist. Wir gehen mal eben nach oben und gucken, ob wir noch was klein machen können. Dann können wir ein gutes Feuer machen für die Nacht. Und verkochen alles in Ruhe. Ja, guck mal, hier haben wir da mehr als genug. Aber sogar ein bisschen Stoff zum Reparieren, das ist ja praktisch. Jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Das dauert zu lange, um das jetzt so... Ach komm, so ist okay. Wir wollen jetzt nicht übertreiben. Wir wollten jetzt nur ein bisschen Feuerholz haben, damit wir kochen können. Das ist jetzt getan und sollte damit auch reichen, denke ich. Hallo David, grüß dich. Moin, moin. So, machen wir mal ein Feuerchen. Ja, 100%. So, dann machen wir mal 4, 5 Stunden Feuer. Ach komm, man gönnt sich ja sonst nichts. Machen wir 5 Stunden Feuer. Mal das gute Fleisch erstmal drauf. Sind wahrscheinlich zu müde zum Nähen, das kann ich mir durchaus vorstellen. Können aber mal, einfach mal, weil wir es gerade jetzt eh hier haben und hier eh die Nacht verbringen, können wir die Sachen mal zum Trocknen ablegen. Wartet ja nicht. Aber wie sagte ich, zum Nähen sind wir wahrscheinlich zu müde. Oder auch nicht. Will ich aber, glaube ich, trotzdem lieber am nächsten Tag machen. Ich glaube, wir haben aber auch nicht viel Stoff dabei. Dafür bräuchten wir Leder. Ach, und wir haben gar keinen Stoff mehr. Das war's jetzt quasi schon. Gar keine Vorhänge. Na gut, dann ist das egal. Können wir sonst noch irgendwas machen? Erstmal auch nicht wirklich. Also wir können jetzt eigentlich nur kochen und dann schlafen. Dann machen wir das so. Kochen wir vor allem jetzt mal ein bisschen Wasser ab. Ich sollte auch mal den Kochtopf draufpacken, dann geht es auch noch mal ein bisschen effizienter.
essen wir schon mal ein bisschen was, während das dann noch brutzelt. Und trinken dann schon mal was. Hauen wir mal lieber was rein. So, ich will nämlich noch mal was zu trinken abkochen. Sollte auch hinhauen. Jetzt haben wir mehr als genug. Jetzt sind wir vollkommen ausgestattet mit Essen, mit Trinken und überhaupt. Das sollte uns für diese Karte, denke ich, reichen. Mit dem einen Wolf, den wir da gekillt haben, dann geht das schon klar hier. So, dann gehen wir jetzt mal nach oben und schlafen mal bis zum nächsten Morgen. Ich weiß gar nicht, wie viel von der Nacht jetzt rum ist. Naja, geht noch. Dann können wir mal deftige 10 Stunden durchpennen. Dann ist es zwar schon hell, aber ich glaube, wir sind dann immer noch nicht ganz ausgeruht. Noch nicht ganz. Essen wir Wasser, machen noch ein kleines Schläfchen, dann geht das schon. Dann müssen wir mal gleich gucken. Gucken wir mal, was die nächsten letzten, ja, Orte so hergeben. Das wird ja auf jeden Fall die Walfangstation da sein, die noch zu entdecken ist. Das wird die zerstörte Brücke sein, die wir noch zu entdecken haben. Aber gucken wir einfach mal nochmal sicherheitshalber ins Buch. So, beschädigte Brücke, die Verarbeitungsstation, Metzlaster und Wasserfall. Ja, sollten wir eigentlich alles problemlos hinbekommen. Müssen aufpassen, der Bär ist natürlich da. Und ich Idiot habe natürlich nicht daran gedacht, unsere Leuchtpistole mitzunehmen. Das wird eher ein Problem. Sind wir ein bisschen überlastet, aber Gedärme brauche ich auch eigentlich gar nicht. Da haben wir zu Hause noch ganz viele. Kriegt man auch relativ problemlos zusammen. Vielleicht auch zum Feuer machen für unterwegs, für den Notfall. Ja, Blei hätte ich jetzt halt wirklich da am Straßenrand lassen können. Egal, wir essen und trinken ja noch unterwegs und wir verbrauchen Holzkohle. Also wir werden ja leichter jetzt. Ich habe jetzt auch eigentlich nicht vor, nochmal was abzukochen auf dieser Karte. Dann sollte das schon gehen. So, erstmal auf die Straße. Die Straße ruft quasi. Und von dort aus, ja, werden wir dem Wasserfall mehr oder weniger begegnen. Von dort aus werden wir die Walfängerstation sehen und am Ende der Straße natürlich auch die Brücke. Wir müssen auf den Bären achten, wir müssen auf verschiedenste Wölfe achten, die uns da auch noch in die Quere kommen könnten. Ein Wolf ist hier definitiv schon tot, aber ja, die Karte besteht leider nicht nur aus einem Wolf. Deswegen ist auch hier wieder Vorsicht geboten. Auf dem Wasser haben wir schon zum Glück alles entdeckt. Die kleinen Inseln. Das ist dann nicht so das Problem. Hier die kleine Insel, die Rieke, das Boot, den Leuchtturm. Ja, und hier hinten ist halt der Hafen. Komisch, dass der nicht mit drauf ist irgendwie, aber werden wir dann noch entdecken. Da ist der Wasserfall, den müssen wir dann, können wir am Rückweg mitnehmen. Okay, jetzt ist gerade ein bisschen schlecht. Glaube nicht, dass das vom Rand aus zählt da vorne, oder? Wir können es mal versuchen. Ansonsten müssen wir das von unten machen. Weil könnten wir ja einen Notfall vom Rückweg machen, ist ja nicht schlimm. Wenn das jetzt das Letzte ist, was uns dann fehlen sollte. Wir können es ja mal versuchen, ob es da geht.
eigentlich auch Quatsch, ne? Weil man sieht den Wasserfall ja von hier aus. Das ist ja nicht so, als wenn wir den jetzt hier nicht sehen und so, Wasserfall? Welcher Wasserfall? Ich kartografiere es mal, aber es ist halt irgendwie Quatsch. Ach, Metz Laster ist unten das Fahrzeug, stimmt. Ja gut, aber jetzt lasst das schon mal aufgelegt. Wasserfall müssen wir dann nochmal extra nach unten. Ist halt irgendwie Quatsch, ne? Aber gut, man muss halt am Fuße des Wasserfalls stehen in dem Fall. Jetzt aber trotzdem Obacht geboten, denn Obacht ist geboten, denn hier sind Wölfe bei dem Werk und es kommt gerne mal vor, dass der Bär natürlich da vorne seine Runden macht. Generell wird der Bär jetzt immer mehr zur Bedrohung hier in dem Fall. Da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Als Extrem, der sehr larifari mit der Situation umgegangen ist. Hi. Gut, dann müssen wir das mal eben machen. Das, wenn wir nochmal Munition machen sollten, ist das natürlich Gold wert. Deswegen wäre auch das wirklich jetzt eine Schande, das liegen zu lassen. Ich meine, wir haben ja noch, vom Gewicht her geht das noch voll klar. Unter 50 Kilo ist noch vollkommen okay. Reden wir jetzt nicht von einem Zustand der Überanspruchung. Okay. Können wir das denn jetzt schon von... Eigentlich können wir das ja von hier aus schon kartografieren, ne? Wie das ist hier mit drauf? Das ist irgendwie ist ein bisschen buggy, oder? Gehen mal lieber so rum. Überfällt das jetzt nochmal von hier aus, also. Jetzt ist es mit drauf. Wir kontrollieren es lieber nochmal, weil das ist irgendwie komisch mit diesem Ort hier. Aber scheint, ups. Hier, die Bearbeitungsstation mit drauf zu sein. Jetzt haben wir noch die beschädigte Brücke und der Wasserfall. Dann haben wir alles im Spiel kartografiert. Das, gut. Ich würde sagen, das sehen wir uns aber erst in der nächsten Folge an, nämlich morgen für euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bin raus. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen und unterstützt mich. Und wenn ihr Bock habt, kommt auch im Stream vorbei. Jeden Sonntag live auf Twitch um 14 Uhr. Würde mich freuen, euch da zu lesen. Ich bin raus, bedanke mich, sage bis dahin.